Da geht der Mond unter bei ägyptischer Musik von Derek und Brandon Fichter. Herzlich willkommen, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Aufnahme auf dem Kanal Opa spielt. Heute wieder in Rummelsberg. Folge, sind nicht mehr weit weg von der 1900 auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, wie lange die Aufnahme heute wird, das weiß ich ja sowieso nie, aber eigentlich wollte ich nicht so lange machen. Aber wir machen mal etwas. Moment, was habe ich denn hier? Habe ich Platz im Inventar? Ja, ich habe Platz im Inventar. So, da werden wir nämlich mal Folgendes machen. Wir gehen mal in ganz kurz in Game. Ne, nicht GEMA. Game Mode. 1. Kreativmodus. Give. Opa spielt. Minecraft. Command Block. 11. Zack. T. Game Mode 0. Das ist ein Block. Den seht ihr hier. Den kann man sich nur so geben lassen. Den kann man nicht craften und nichts. Ich tue mal hier zwei rein. Die brauche ich vielleicht mal später. Und diese neuen Blöcke, die nehmen wir mal mit. Heute wird es etwas technisch. Oh, da sind wir einen zu hoch noch. Heute wird es etwas technisch. Habe ich denn ein Schild dabei? Nein, habe ich nicht. Na gut, dann müssen wir im Lager nochmal vorbeigucken. Läuft alles? Ja, Musik ist an, Flaps ist an. Gut. So, was wollten wir? Wir wollten Rahmenschilder haben. Schilder, dann nehmen wir mal ein Schild. Mehr haben wir auch nicht, ne? Was ist das? Bücher, mein Gott. Sieht alles anders aus hier. Aber man kann sich dran gewöhnen. Dann fahren wir weiter. Ich habe ja in den... Ach, machen wir erstmal... Ja, mein Gott, wenn du das nicht kannst. So, rechts rum, prima. So, wo müssen wir jetzt lang? Wir müssen hier rechts rum. Zack. So, ich hatte ja... Ah, jetzt sind wir wieder hier bei der... Moment, das muss ich erstmal abschalten hier. Steuerung. Automatisch springen aus. Fertig, fertig. Das kommt davon, wenn man immer zwischendurch auf die 1.8 zurückschaltet. Wenn ich nämlich die Insel aufnehme, Insel zweite Version, da bin ich auf der 1.8 und wir sind ja jetzt hier auf der 1.11.2 mit dem automatischen Springen. So, ich hatte ja gefragt, in den letzten Aufnahmen hatte ich das gefragt, ne? Habe ich denn jetzt? Ich habe wieder was vergessen im Lager. Na gut, das machen wir gleich noch. In der letzten Aufnahme oder in den letzten Aufnahmen hatte ich den gefragt, was wird denn das hier? Und der Erste, der das errät, der bekommt ein virtuelles Geschenk von mir. Und, wie heißt er? André Krylov hat als Erster erraten. Cedric Elsius hat es als Zweiter erraten, aber der zählt ja nicht, sondern der Erste zählt.
Also André Köldorf hat erraten, dass es eine Seilbahn wird. Kabinenseilbahn oder wie auch immer. Hier entsteht die André Krylov Bahn. So, jetzt bin ich aber. Ah, da ist. Ich weiß nicht, ob ich das alles so dann hinkriege, wenn ich wieder mein anderes Textjob-Pick habe, dass das alles drauf passt. Hier ist, sind die Dinge ein bisschen kleiner, ne? Die Buchstaben. So, und jetzt kommen wir daran, das Ding soll ja auch irgendwie funktionieren. Und deswegen habe ich mir die Befehlsblöcke hier. Das ist das erste Mal, dass ich sowas richtig Hightech-mäßiges mache. Kann ich das nirgendwo hinsetzen hier? Moment. T. Mode 1 muss ich wieder im Kreativmodus. Ach ja. Okay, da muss ich die im Kreativmodus setzen. Und dann hätte es auch gereicht, dass ich mir da einen hernehme. Ah, alles klar. Ja, muss man ja auch erstmal alles wissen. Ich kann auch meinen Todespunkt hier mal ausstellen inzwischen mal. So, was ist das hier bei M? Wegpunkte, lädt es das, den schmeiße ich mal raus, löschen, jawohl, das löschen wir mal. Fertig, fertig, so. Das ist jetzt alles, ja, da wusste ich auch gar nicht. Ich dachte, man kann die auch im normalen Modus setzen. Nein, man kann die nur im Kreativmodus sich heranholen mit dem Befehl. Und man kann sie auch nur im Kreativmodus setzen, sodass ich jetzt wieder sozusagen aus dem Kreativmodus raus muss. Nee, so nicht. Mit T bitte. Game-Mode 0. Dann gehen wir wieder in den Überlebensmodus und wir schmeißen die Dinger. Jetzt mal hier weg, irgendwo hin, also zum Beispiel hier rein, dann sollten sie verschwinden. Tschüss und bye bye. Und dann despawnt ihr irgendwo im da unten da drin, hoffe ich doch. So, wenn ich jetzt nicht da reinfalle, sehe ich sie nie wieder. Wir haben allerdings ja noch welche. Zwei im Lager, jetzt einer hätte dann auch gereicht, den brauche ich also dann nur im Kreativmodus. So, und jetzt müssen wir da natürlich Befehle eingeben hier, nicht wahr? Und das kann ich natürlich auch wieder nur im Kreativ. Ah. T. Nee. T. So. Also, dann. Teleport. Add ist hier Add P. Und jetzt müssen wir uns die Koordinaten hier mal angucken. Das ist die minus 72. Minus, nee, 119. Minus 116. Ich möchte gerne nach Westen gucken. Das war die 90. Fertig. So, dann hätten wir natürlich noch ein, wir müssten dann noch mal so ein Knöpfchen machen. Na. Das wird jetzt so ein bisschen hin und her geschaltet werden. Sandstein, habe ich gar keine Knöpfe dabei. Nee, habe ich nicht. Gut, dann müssen wir uns mal nochmal im Lager ein paar Knöpfe holen. Und noch schwarze Wolle. Bitte daran denken, dass sie mich daran erinnert.
Ich vergesse sowas ja gern mal. Also schwarze Wolle, wie ist das Shift-Taste genau? Schwarze Wolle, da brauche ich 9 mal 2 sind 18. Und mal gucken, ob ich die hier noch habe. Ja, haben wir. Ich bin mir sicher, dass ich 18 brauche. Ich habe 9 Wagen und ich brauche 2. Für jeder Sorte eigentlich brauche ich nicht 2, sondern ich brauche weniger. Ich brauche nur für 6 Wagen, das heißt, dann können wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, können wir 12, mit 12 kommen wir aus, denke ich mal. Was hatte ich jetzt noch gesagt? Schalter, Knöpfe. Okay, Redstone. Brauchen wir denn Knöpfe, Freunde? Habt ihr keine mehr? Das sind die Knöpfe, ja, das ist ja eigentlich egal. Nehmen wir ruhig mal diese, da brauche ich dann 9 Stück. So, und dann geht's mal wieder zurück. Kann ich mich schon hinlegen? Wie ist das? Was sagt die Uhr? Ja, ich kann mich hinlegen. Das war die heutige Folge von Oberspielt Minecraft. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss und bye bye, euer Norbert vom Kanal Oberspielt.